Ja, das heißt, wir sind da fertig. Die Frage war, warum ich da nichts reingesteckt habe. Weil ich nur begrenzt Splitter habe. Ich nicht weiß, ob ich alle looten werde. Ich aber weiß, dass ich Minimum 4 Stück brauche, um den nächsten Boss einfacher zu machen. Dementsprechend habe ich da nichts reingesteckt, dass ich nicht noch irgendwann dieses Splitter suchen muss. Wir haben nämlich insgesamt 5 Stück noch von diesen Schmelzerkeilen. Und ich weiß halt nicht, wo die restlichen waren. Und 4 Stück brauchen wir halt noch Minimum für den Boss. Minimum. Und nein, in dem DLC sind noch keine Bosse tot. Noch keine. Weil es mal Zeit wird. Kann ja nicht schaden. Von Franzi. 5 Euro. Franzi! Warum so viel? Ihr seid verrückt! Was? Franzi! Nein, wird nicht Zeit. Wird Zeit, dass ihr guckt und Spaß habt. Dafür ist Zeit. Da muss die Zeit für sein. Der Rest ist wirklich absolut so optional, wie optional nur sein kann. Wie diese Schmelzerkeile. Optional. Zugucken und Spaß haben. Das ist wichtig, Franzi. Ich hoffe, das habt ihr trotzdem für die 5 übertriebenen Euro. Alter Schwede, Dankeschön. Oh Mann, ey, ihr seid... Ja, unglaublich. Ich brauche alle Splitter für die Pyromantie? Was? Jetzt sag nicht, aus dieser Seele, die man da zusammenbauen konnte, von 100 Millionen kleinen Seelen, gab eine Pyromantie. Gab es da wirklich eine Pyromantie für? Da gab es einen Catalyst für. Gab es da eine Pyromantie für? Ich überlege gerade. Ist mir warm? Nee. Eigentlich nicht. Das liegt aber auch daran, Alina. Ich habe Bluthochdruck und muss Beta-Blocker nehmen. Und diese Beta-Blocker haben als Nebenerscheinung, dass mir immer kalt ist. Mir ist selbst im Hochsommer kalt. Und im Winter ist mir so kalt, dass ich eingefroren bin. Deswegen sitze ich halt oft mit Decke und dicken Pullover, wo andere sagen, das ist scheiße heiß. Aha. Outcry? Alter Schwede, wie dumm ist das denn bitte? Ja, das wusste ich natürlich nicht, dass die jetzt dazu zählt. Das ist natürlich toll. Dann müssen wir dieses DLC tatsächlich nochmal durchspielen, weil wir die jetzt alle nicht gemacht haben. Das heißt, wir haben schon 2 oder 3 von diesen Mopeds übersehen. Naja, egal. Dann würde ich sagen, machen wir das zum Schluss, wenn wir halt total overpowered sind und rennen einfach nochmal durch. Ich hänge hier schon wieder an dieser Kante fest. Guckt euch das an. Ich hänge fest. Die Kante frisst mich. Geh weg. Lass mich durch. Was? Er kam, sah, spendete 4-mal und sagte auf Wiedersehen. Ja, dann ziehe ich meinen fast realistischen Hut, den ich jetzt nicht abnehme, weil ich darunter aussehe wie der letzte Speckmann, und sage, du bist total verrückt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe morgen oder auf YouTube. Es war mir eine Ehre und das ist jetzt nicht ironisch gemeint und meine ich ernst. Nein, du bist echt absolut im positiven Sinne verrückt. Alter Schwede, ich danke dir für, aufsummiert waren es jetzt 20 Euro für so viel. Ich hoffe, es tut dir nicht weh, mein Lieber. Ich sag Dankeschön. Oh Mann, ey. Das B-Dogs. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal erstmal Richtung Boss. Und wir müssen nachher dann hier nochmal durch für die Keile. Vielleicht finden wir ja noch ein paar. Ich weiß auch nicht mehr, wie das mit den explosionsversteckten Wänden war. Da gab es nämlich auch welche. Da müssen wir halt auch mal schauen, dass wir da nochmal reingucken. Ich weiß gar nicht, was dahinter war. Wie gesagt, da werde ich mir halt irgendwann nochmal eine Liste zusammenbauen, welche Pyromantien ich habe, also welche Zauber, Wunder, Miracles und wo ich die bekomme. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. So, hier müssen wir weiter nach unten. Oh Mann, ey. Das Ding ja eigentlich nicht voll.
Ja, wie gesagt, mit den Keilen macht man diese Dinger kaputt. Diese Leuchtdinger. Die buffen im Endeffekt die Gegner. Dadurch macht man weniger Schaden an den Gegnern. Beziehungsweise, ich glaube, die heilen die sogar. Oder beleben die wieder im Falle von diesen Bogenschützen-Apparilloraten. Und, warum ist das Ding denn da eigentlich noch nicht aktiv? Hier bin ich ja falsch. Dutz! Wo bin ich hier? Will ich hier sein? Das ist doch nicht der Weg ins Radiostudio, oder? Das ist doch der Weg, ich weiß nicht wohin. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Woody, du musst doch hier nicht gucken. Dann geh doch. Und die Funk-Faust ist nicht von Funk, die ist von PewDiePie. Das sagt selbst Funk. Alter Schwede. Das Problem ist einfach, man hat relativ wenig Möglichkeiten, hier sonst vor der Kamera zu tun. Was soll ich machen? Soll ich aufstehen und tanzen? Wie du siehst, ist der Bereich, wo hier Greenscreen ist, relativ klein. Da kann ich nicht viel machen. Und alles andere, was in Richtung mit einer Hand geht, könnte falsch verstanden werden, wenn man die Hand nicht zumacht. Dann hast du nämlich irgendwann die Nazi-Polizei hier im Channel. Alter Woody, ey, schalt auch mal bitte dein Hirn ein, bevor du irgendwas in den Chat schreibst. Ist echt furchtbar. Nee, zum zweiten Mal, Alina. Einmal mit 13 Möwe zusammengespielt, aber nicht alleine. Und ich wubbel mich jetzt hier das erste Mal alleine durch. Ich erinnere mich, dass ich hier das Ding aufmachen konnte. Dann kamen die Moped-Männer. Das Moped-Ding hat geschossen und man musste hier durchrennen. Daran erinnere ich mich noch. Ja, oder Man vs. Game oder PewDiePie oder wer die Faust alle benutzt. Natürlich, haben auch alle ein Patent angemeldet auf die Faust. Das ist natürlich. Ach, der Woody. Der Woody ist schon einen guten. Alter, jetzt rage der Keulen, Mann. Was? Speed! Was? Wollte nur etwas wiedergeben. Bin schon weg. Was? Das macht er absichtlich. Er kam, sah Geld um sich und was? Also ich glaube, Speed, du hast hier gerade den Rang des absolut verrücktesten Spenders hier erarbeitet. Und so viel, Alter, hör auf! Ich zitiere mal meinen Quote, nimmt ihn die Tastatur weg, der spendet noch sein Leben. Alter, danke, Speed. Ist ja unglaublich. Und Nina sei gegrüßt. Nö, Nina, wie gesagt, auf alles muss ich mich garantiert nicht rechtfertigen, aber wie gesagt, da hatte ich einfach mal Bock zu. Und das ist der Weg zum Smelter. Ich will doch gar nicht zum Smelter. Ich wollte eigentlich zu dem anderen. Ich meine, das hört man ja öfters, deswegen habe ich das ja auch aufgegriffen. Das ist halt totaler Blödsinn. Das Streamen hat der Dingsbums erfunden. Alle, die streamen, sind Nachmacher. Diese bösen Streamer und die Let's Player. Gerade diese Minecraft-Let's Player, das hat Gronkh erfunden. Alle, die jetzt Minecraft spielen, kopieren ja sowieso nur Gronkh. Natürlich. Alter Schwede. Nee, das sind halt so Aussagen. Sorry, da muss ich was zu sagen, weil es einfach nur gehirndumm ist. Sorry. Oh Mann. Ich wollte nicht zum Smelter. Ich wollte... Da ging es zum... Aber... Moment mal. Diese eine Statue ist nicht aktiv. Da ist aber die Frage, warum ist sie nicht aktiv? Das Metal Baby. Auch du. Willkommen hier bei den lustigen Mopeds.
Ah, ich musste diese Statue... Ah ja, die musste ich nehmen. Ich depp, hier geht's lang. Ja, mit den Schmelzerkeilen, da müsste ich komplett von vorne anfangen. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Weil ich habe die komplett überall übersehen. Also, besser gesagt, nicht übersehen, sondern bewusst nicht gemacht. Tanz! Nein! Männer tanzen nicht! Ring der Stärke. Na dann. Oh. Hallöchen. Wir schleichen uns an. Leise sein. Ganz leise sein. Ach, der lebt sogar noch. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wie viel waren denn hier? 1, 2, 3, 500. Alter, jetzt geht. Adam, sei gegrüßt. Ja, der einzige Blaue, den ich weiß, wer es ist, ist Eisentakus. Bei den anderen muss ich immer zweimal hinschauen. Twist, das Espada Ropera und den normalen Degen sind es im Power Sense Modus. Na, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Wenn er sich einfach backstabben lässt, machen wir ein schönes Stößchen und alles wird gut. Oh Mann, ey. Ja, bei Eisentakus, ehrlich gesagt, ich lese den Namen noch nicht mal. Ich weiß ungefähr von der Länge des ersten Wortes mit dem Unterstrich und der Länge des zweiten Wortes, dass es Eisentakus ist. Das ist quasi wie so ein Bild. Und dann weiß ich, wenn das in den Chat gemalt wird, dass es Eisentakus ist. Mölli, sobald meine neue Internetleitung da ist, werde ich anfangen, das hochzuladen. Im Moment habe ich es nicht hochgeladen, weil ich hier schon mit Dark Souls gerade wieder zu tun habe. Da waren zwei. Dass man da nicht trifft, Mann! Wie schlecht bin ich in diesem Spiel geworden? Das ist ja furchtbar. Das kann sich ja keiner angucken. Nein! Sicher ist sicher. Der macht so viel Schaden mit seinem lustigen, brennenden Feuerprügeln. Da gehe ich lieber mal weg. Ich wollte schon sagen, irgendwas ist doch hier falsch. Partisane. Kohleartiges Harz. Trifft er mich hier? Ich nehme mal erstmal einen Lebenspopel, bitte. Ich weiß nicht, ob der mich hier trifft. Oder angreift, oder nichts tut, oder ich weiß es nicht. Wir finden es heraus. Gift tickt. Plan B mit Gift ist schon mal aktiv. Das ist schon mal gut. Wir machen schon mal so viel Schaden mit Procs wie möglich, damit Captain Mopedman uns hier nicht auf den Sender geht. Dann können wir nämlich hier die Türme aufhebeln. Ja. Perfekt. Hebel, hebeln. Ja, ich gebe Unity Media für alles die Schuld. Für alles.
Ja, ich habe ja schon auch lange nicht mehr gespielt und dann halt Bloodborne, was ich halt ich hasse diesen Mob, kann man den hier rüberpullen. Was halt eben vom Kampfsystem halt nochmal ein bisschen anders ist und... was? Oh Gott, ich habe Angst. Kommt der? Ja, der kommt. Ich hasse diese Mobs. Also, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie man die ordentlich bekämpfen soll. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Weil die, glaube ich, auch so einen 360-Grad-Angriff haben. Warum stirbt er schon wieder nicht? Hä? Hier war doch gar nicht so ein Mobs-Ding. Ach doch, da hinten war so ein Mobs-Ding. Achso, ich verstehe. Ja, natürlich. Ich weiß, da oben ist, hier hast du nicht gesehen. Machen wir später. Gleich, quasi. Erstmal Leuchtfeuern. Einfach Leuchtfeuern, ist schon mal gut. Ja, No Death Run würde ich auf jeden Fall offline spielen. Also, den würde ich nicht online spielen. Und ich weiß auch nicht, ob ich No Death mit No Bonfire kombinieren würde. Ich glaube, ich würde es in zwei Versuchen machen. Weil sowohl als auch ist halt ziemlich Käse. Ich hoffe, wir kommen hier lebend durch. Ja, lauf doch! Dutzen, Dutzen! Dutzen! Ins Rand setzen! An Dutzen! Dutzen! Oh, nicht nach Majula reisen. Jetzt habe ich, glaube ich, einmal zu weit geklickt. Verdammt! X-Spam. Swordkiller geht duschen. Bis später, mein Lieber. Das Hauptspiel Naughty, nein. Das Hauptspiel von Dark Souls, nein. Definitiv nein, weil das habt ihr ja gesehen. Ich glaube, da bin ich kein einziges Mal an den Bossen gestorben. Nur irgendwo mal dumm in der Welt, Gravity und so. Hier die DLC-Bosse habe ich ehrlich gesagt ja auch erst einmal gespielt. Da bin ich gespannt und ehrlich gesagt steigt da auch gerade ein wenig der Adrenalinpegel. Nee, Framedrops habe ich nicht, Moxer. Alles gut. Immer noch die 180 Frames vom absoluten Anfang. Hier wollte ich gar nicht sein. Hier bin ich falsch. Da bin ich richtiger. Darky, ja, Witcher lade ich wieder auf YouTube hoch. Wie gesagt, GTA war das Einzige, was ich nicht hochgeladen habe. Wegen der Gamer-Musik aus dem Radio. Also in den Autos. Dann hätte ich halt diese Musik nicht anmachen dürfen. Und das wäre halt nicht so schön. Weil die das nachher immer macht, Oggi. Am Anfang sind sie limitiert, am Ende sind die unlimitiert. Dann kannst du da so viele Lebenssteine kaufen, wie du willst. Ja, ich würde gerne... Ja, würde ich gerne wollen. Seele der Aschebraut, Mobsfrau. Ja, genau, Eisentakus, diese Dinger heilen den Boss. Also das heißt, die muss man auf jeden Fall wegmachen, außer du willst einen absoluten Hardmode haben. Aber gibt's halt leider nichts für. Von daher würde ich es empfehlen, wegzumachen. So, ich glaube, das war das letzte Mobs-Ding. Das sieht gut aus. Ja, Rauchritter mit Feuer zu machen, ist, glaube ich, nicht super effektiv, würde ich behaupten. Deswegen hat er wahrscheinlich eine andere Schwäche. Stichwort Goldharz, Stichwort Magie. Ich weiß es nicht. Das Spiel erscheint erst, Momoxia, um 0 Uhr. Von daher kann ich nicht viel früher anfangen.
Bound by Flame Adam finde ich furchtbar und ich fand schwerer, weil einfach unfair schwer. Deswegen, ich mochte Bound by Flame gar nicht. Magie, immer eine gute Suppe. Oder Goldharz, ja, irgendwas. Auf jeden Fall nicht Feuer. So viel sind wir uns einig. Was haben wir denn hier? Goldharz, für mich entdeckt. Er hat Bound by Flame geflamed. Bound by Shame, ja, definitiv. Weil absolut nicht mein Spiel, Eisentakus. Ich fand's furchtbar. Die erste Stunde ging, danach ging gar nicht mehr. Ich überlege gerade, das war der, ich weiß nicht, welcher Boss das war. Von daher würde ich sagen, gucken wir uns mal ein Trimer erstmal an. Und sagen, buffe ich mich direkt. Ich glaube, ich mache mal so. Und nehme das auf den Rücken. Ich hatte den Zungenbrecher, ja. Bound by Flame geflamed. Ja. Ist auch ein RPG-Naughty. Beziehungsweise Henning. Aber kein gutes in meinen Augen. Also es lohnt sich nicht. Ich mochte es nicht. Wenn ihr es mögt, klar, spielt's. Egal. Ich habe keine Ahnung, wie der Boss funktioniert. Von daher würde ich sagen, fangen wir mal erstmal hiermit an. Sagen, Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen, ich glaube, den rauchenden Ritter in die Schlacht. Buffen uns Mobsgerät. Packen Mobsgerät in beide Hände und gehen mal hier hin. Und überlegen, was der gemacht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir wählen einmal hier Lebenspunkte aus. Okay, stark verzögert der Angriff. Das ist das Schwierige, der macht die so stark verzögert. Und trifft mich trotzdem. Tot. Glück gehabt. Alter. Wow. Okay. Ja, ich glaube, der Ton bei diesem Boss ist ziemlich im Eimer. Das war aber auch damals schon so. Der ist deutlich lauter als alles andere. Frag mich nicht, wieso. Ja. Einfach nochmal. Und ein bisschen später dodgen. Ein bisschen später dodgen. Bin halt jedes Mal, glaube ich, zu früh gedodged. Ja, der rauchige Ritter ist böse. Mhm. Ach, ist halt nur Übung. Wenn du einmal das Move... Nein, jetzt habe ich das Moped hier getriggert. Scheiße. Boss-Time zum zweiten, liebe Freunde. Wir ziehen gegen den Rauchritter in die Schlacht. Ich habe keine Zeit, hier irgendwas zu machen, weil... Ich nehme erstmal noch kein Harz. Erstmal muss ich in das Move-Pattern reinkommen. So. Ah, okay. Da kam noch ein Hit. Warum auch nicht? Machst du noch was? Machst du noch was? Ja, nein, vielleicht. Kreuz bitte an. Nur kuscheln. Oh Gott, ey. Wenn man dann einmal nicht dodgen kann.
Macht ja gut Schaden, der Bursche. Macht ja gut Schaden. Nein! Diesen... Oh, diesen Hit. Da konnte ich nicht mehr. Keine Stamina mehr gehabt zum Rollen. Oh oh. Na, ich nehme lieber mal einen Popel. Sicher ist sicher. Da, fuck. Da, fuck. Sank dry. Dafür, dass ich ihn das erste Mal solo spiele, würde ich sagen, brauchbare Leistung hier im Livestream mit 200 Pulsto. Und wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist das auch ein Hell Yeah Ascheritter Mopsmann kaputt. Hm. Praise the Moped Club. Oh Mann, ey. Ja, einer der schwereren Bosse, würde ich sagen, weil er tatsächlich gut austeilt. Und man nicht viel Zeit hat, um sich zu heilen, weil er halt diese 3, 4, 5er Swing-Kombi-Mobs-Ding hat. Ja, danke für die GGs und GZ und ich nehme Lebenstein. Erstmal voll machen und an der Dampfe ziehen. Ja. Aschenbecher-Boss kaputt. Und hier mussten wir Krone des alten Eisenkönigs, was tatsächlich dann auch der Endboss eigentlich wäre, nominell. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht hat. Müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Warum nehme ich erstmal hier so einen Lebenspopel, bitte? Dankeschön für Lebenspopel. Die Krone des, wie hieß die jetzt? Krone des Eisenkönigs. Krone des alten Eisenkönigs, der einst dieses Land regierte. Der König sank unter dem sengenden Eisen nieder, traf auf den Träger des verbotenen Namens und wurde zu stinkender Erde. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an den des Königs Namen. Was machte die? Ich weiß nicht mehr, was die macht. 50, 40, 80 Stats haben sich nicht geändert. War das die Second Try? Dark Dragon, Second Try. Also nicht hier, nicht besser machen, als es war. Es gab eine Krone, die, glaube ich, Magieeinsätze wiederherstellt. Das kann sein, dass die das war. Bin mir nicht sicher. Wir könnten es mal testen. So, 3 Flammenwaffen. Warten wir mal ab. Ob wir gleich 4 bekommen. Spellwagon. Wurzel. Dankeschön. Ja, das war das, was ich vermutet habe. Jetzt sicher war ich mir nicht, welche Krone genau was macht, aber die erste hat ja mehr oder minder die Stats beeinflusst. Dann war die für Spellwag. Und die letzte weiß ich gar nicht mehr. Oh, ist eine gute Frage, wofür die letzte war. Gab es hier eigentlich noch irgendwas? Nö, ne? So, haben wir jetzt noch Splitter. Splitter, Splitter, Splitter. Splitter, Pupitter. Ja, ein. Perfekt. Oh, 88.000 Seelen. Und ich gehe mal leveln, würde ich behaupten. Das wäre schon mal ein guter Plan. Ich warte noch mal eben eine Sekunde, ob sich die Klamotte hier auffüllt. Alle 90 Sekunden, sagt auch Verse Bird, auch in diesem Blau. Der letzte Bossy, bist du sicher, dass der letzte das war? Ich glaube, das war, wenn du alle 3 Kronen plus Vendrix Krone zusammen machst, war das mit der Humanity, oder? War das die letzte Krone? Kurze sagt, die letzte gibt Lebensreck. Obwohl 90 Sekunden... Ah. Und 4 Flammenwaffen. Also für Caster würde ich sagen, ist diese Krone echt nice to have.
Also, ich glaube, wenn ich Caster spielen würde, würde ich die tragen. Ich überlege gerade, was gibt es sonst noch für Kronen? Beziehungsweise für Items auf dem Kopf. Cast Speed, ja, ist okay. Mehr Spell-Einsätze ist auch okay. Aber die würde ich definitiv dabei haben, wenn ich unterwegs bin, einfach mal... Vielleicht für so einen No-Death-Run oder so einen No-Bonfire-Run. Dann setzt du dir halt einfach auf, gehst mal AFK 2-3 Minuten und hast danach wieder Zaubereinsätze. Also wie gesagt, das ist halt quasi wie der Mana-Rec-Ring in Demon's Souls, wo du einfach warten kannst und irgendwann wieder voll bist. Darky, danke fürs Follow, mein Lieber. Und fürs Einschalten natürlich. So, dann haben wir jetzt auch schon mal die drei Kronen. Packen wir die Kronen aber erstmal wieder weg. Die brauche ich jetzt nicht. Leveln mal ein Level, würde ich behaupten. Aufsteigen, bitte. Broken muss morgen wieder früh raus. Bis bald. Broken, komm gut ins Bett, mein Lieber. Wie gesagt, morgen 23:30 fangen wir dann mit dem guten Viva Witchermann an. Gucken wir mal, wie es da so abgeht. Ne, 18.000 kann ich nicht leveln. Da nehme ich dann doch lieber noch ein paar Lebensscheine. Genau, Wurstbird sagt es, 3 DLCs plus Venderix Krone kannst du dann in die 4. Krone rein oder umtauschen. Und die hat zumindest in der Vergangenheit hier, wie heißt es? Du konntest nicht mehr, wenn du gestorben bist, bist du nicht zur Hülle geworden. Du bist menschlich geblieben. Ich weiß nicht, inwieweit sie das genervt haben. Das stand gerade im Chat. Kann halt sein, dass sie es halt tatsächlich genervt haben. Ich hole mir jetzt nochmal ein paar Pfeile. Reise eine Reise zu Mackie McDuff, Mann. Wo ist denn Mackie McDuff? Da irgendwo ist McDuff. Ich mach mal Pipi. Aber bitte auf dem Klo, Henning. Wird es irgendwann mal ein Abo-, Sub- oder Follower-Special-Video geben? Du, Vater, ich mache ja kaum noch Videos. Also eventuell mal einen Special-Stream, wobei... Eigentlich sind ja alle Streams special, wo man dann halt sagt, keine Ahnung, wenn meine Frau vielleicht mal irgendwann mal ein Wochenende oder einen Wochentag nicht da ist, dass man vielleicht mal einen 12-Stunden-Stream probiert oder so und das dann halt als Special-Stream halt deklariert. Aber ansonsten, wie gesagt, da ich halt auf YouTube kaum mehr was mache, ganz ehrlich, das ist immer tagelange Arbeit, da so ein Video zurechtzuschnibbeln. Da setze ich mich lieber hin und stream hier 4-5 Stunden, anstatt jetzt 4-5 Stunden an so einem Video zu arbeiten. Da bin ich ehrlich gesagt ganz, ganz pragmatisch geworden. Kommen wir nochmal ein paar Giftpfeile, würde ich behaupten, wenn wir schon mal die Seelen übrig haben. Giftpfeile sind im Pharosland. Wo ist denn das Pharosland? Ruf der Untoten? Nee, das ist nicht Pharosland. Pharosland ist... Wo? Wo? Hä? Wo ist denn das Pharosland? Da. Ich bin gespannt, Rheinstein. Rainer Rheinstein. Mein Gott, sogar tatsächlich der Rainer. Oh Gott, ich lese es falsch. Witcher wird bestimmt... Ja, ich habe noch keinen Witcher gespielt, sage ich dazu. Das heißt, in Vorgeschichte, wenn sich da Leute auskennen, sind natürlich Tipps, die Zusammenhänge erklären, gerne gesehen. Damit ich vielleicht dann die Story verstehe, weil ich habe vom Witcher null... Oh, ich bin so klug. Ich bin so klug. Habe ich null Plan... Das heißt, für mich ist das ein komplett neues Spiel und alles, was ich da sehe, ist für mich neu. Das heißt, ich kenne keine Charaktere. Ich weiß gerade mal, dass der Hauptcharakter irgendwie Gerd heißt. Hier, Gerd, der Witcher-Mann. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der kann, ich weiß nicht, was der macht. Also für mich ist das halt ein komplett neues Rollenspiel. Also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass ich da wirklich keine Story-Zusammenhänge erklären kann. Hi, Gavlan. Gavlan Wheel, Gavlan Deal. Dankeschön. Ah, toll. Jedes Mal komme ich hier hin, wenn ich volle Lebenssteine habe. Das ist super. Jedes Mal. Ah, Moment. Es war dumm, aber... Das ist aber wenigstens weg. So. Reise eine Reise. Ja, sag ich ja. Gerd ist doch die Kurzform von Geralt, oder?
Was weiß ich, der gute Gerd. Das. Ist die deutsche Version wirklich geschnitten, Aulcon? Ich weiß es nicht. Ich habe sie halt einfach bei GamesOnly.at bestellt. Ich bestelle halt alles unter 18 eigentlich in Deutschland. Alles über 18 bestelle ich woanders. Weil mir geht, ganz ehrlich gesagt, dieser deutsche Postident-Scheißendreck auf den Sack. Ja, Jugendschutz schön und gut. Aber dass ich jedes Mal mich legitimieren muss, finde ich, ist ein bisschen zu viel. Ich habe keinen Bock, jedes Mal deswegen 5 Euro extra zu zahlen. Rainer Reinstein, so gut der Name. Ey, ich feiere dich, mein Lieber. Danke fürs Einschalten und Followen. Und jedes Mal da 5 Euro für Postident zu zahlen und dann morgens um 9 war Wuschel. Auch du, Dankeschön. Völlig zerstört in Unterbuchsen den Postboten aufzumachen, Ausweis rauszukramen und dann aus hier zu unterschreiben, weil ich lasse mir normalerweise alles immer in die Packstation liefern. Das geht mir total auf den Sack. Also wie gesagt, einmal wäre ich bereit, mich zu legitimieren und dann müssen sie sich das irgendwo merken und dann habe ich keinen Bock, mich ein zweites Mal zu legitimieren. Dann bestelle ich lieber woanders. Weil Postident bei Amazon 5 Euro mehr kostet, Eisentakus, weil eigenhändig. Das ist totaler Scheiß. Ja, wie gesagt, ob die deutsche Version geschnitten ist, ich weiß es nicht. Kann ich leider nichts zu sagen. Habe ich mich nicht schlau gemacht. Oh, wie viele Moped-Männer waren das denn hier? Einige, ne? Ich weiß nicht, wie viele da sind. Ich nehme jetzt einfach tatsächlich mal ein Schild. Und zwar das Königsdrachenschild. Wiegt das mehr als das Dranglake? Nein, es wiegt weniger als das Dranglake. Gut. Dann würde ich sagen, Malta, dieser Weg, ey, der ist so aus der absoluten Bumshölle. Die Frage ist, warum muss ich den machen? Ich muss diesen Weg doch gar nicht machen. So. Aua! Kommen die eigentlich runter? Ja, sie kommen runter. Also dieser Weg ist so übertrieben bumsmäßig, das glaubt ihr gar nicht. Oh, ich Arsch. Ich Arsch. Ich bin über 60% und hab eine halbe Fat Roll. Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen Smelter 2.0 in die Schlacht. Hallöchen. Ah ja, ich vergesse es jedes Mal. Der Greed ist real. Zu früh gerollt. Nein, und Er pups nicht gut gehabt. Oh, ich bin zu früh gerollt. Na, wir machen mal safe hier. Ja, jetzt steht er schon wieder hier in der Wand. Wo der Smeller halt am besten stehen kann. Immer in der Wand, das kann er am besten. Zu früh gerollt. Zu früh gerollt, das war knapp. Pupse. So, Mann, geh doch mal von der Wand weg. Ist ja schlimm. Das tötet mich immer. Genau dieses eine Scheißzeug tötet mich. Ich komme nicht hinter ihn, weil die Wand da ist. Mann, ey. Braucht halt ein bisschen Platz zum Dodgen. Wenn ich nicht dodgen kann, ist halt alles nicht so schön. Ah, oh, das war auch nicht schön.
ich roll bei dem dritten Angriff zu früh. Den macht er verzögert. Ich depp. Zweimal rollen, warten und wenn er oben ist, rollen. Und ich habe nicht die Stamina für ein drittes Mal rollen. Ach, das war dumm. Das war einfach dumm. Ach, das war dumm. Das war dumm. Das war einfach unnötig. So. Warte mal, packen wir mal hier wieder Reckschild. So. Jo. Who's Luke? Willkommen. Alter. Too big to roll. Was? Too big to roll. Ja, ich bin zu früh gerollt. Er macht den Sprung verzögert. Und ich bin halt zu früh gerollt, hatte keine Stamina, um ein weiteres Mal zu rollen. Wobei die Frage ist, wieso kann ich eigentlich, wie oft kann ich denn rollen? 1, 2, 3. Ich hätte ein viertes Mal rollen müssen, hatte aber nicht genug Stamina. Also ich brauche nur komplette Stamina, um viermal rollen zu können. Ärgerlich. Mark, sei gegrüßt. So, wubbeln wir uns hier nochmal durch. Bitte. Danke. Hier? Ja, hier bin ich richtig. Na, natürlich. Natürlich. Was, warum... Ach ja, ich erinnere mich, weil... Ah, das war der Zauber. Ich frage mich gerade, warum ich eine Fat Roll hab. Wegen dem Zauber-Moped, Mann. It's all about the... Ja, natürlich. Läuft super. Läuft super! Hallo Smelter! Mit keinem Leben und super Fat Roll. Schon wieder. Warum tue ich denn sowas immer nur? Ich mache mich doch nur unglücklich. Wann macht er das denn? Das war mir neu. Das war mir neu. Das auch. Okay. Ich krieg grad ein bisschen Angst vor dir. Dummer Mob! Stop it! Alter, allein der Schaden, den er durch seine komische Käsekuchen-Aura macht. Schon wieder. Der dritte Angriff ist so stark verzögert. Lern es doch einfach, bitte. Ach, der war das. Ach, fuck, ey. Ich bin so dumm, ey. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Alter. Ah. Ah. Ah.
Ja, da kann man ja echt nur A sagen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Hilfe, Pupphilfe. Oh Mann, ey. So. Wo möchte ich jetzt hin? Reise, eine Reise woanders hin. Gerade bitte nicht, weil sonst rage ich gleich. Beim Smelter. Was ist so schön? Der Smelter ist so schön. Ach Mann. Wo will ich hin? Oh, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Und da will ich hin. Ja, gleich Spike. Ah. Slash sieht aber zufrieden aus. Ja, weil der Boss ist eigentlich nicht schwer. Ich spiele halt nur gerade ziemlich rumpelig. Ja, nach dem Fume 9, Adrenalin im Körper, aus dem Körper. Und ach, Smelter habe ich schon 500 Mal gemacht. Den haue ich mit links um. Und das sind dann halt Klamotten, wo du anfängst zu failen. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe in Souls. Mal eben schnell gibt's halt nicht. Ich würde gerne da, glaube ich, hin. Würde ich gerne hier hin? Bin ich hier richtig? Ah, hier bin ich richtig. $2,300,000 oder so. 2,4 Millionen. Ach ja. Alter, ich hab was auf der Brille. Oh, ich erinnere mich jetzt, welche Stelle kam. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau der. Ah, ich verliere jetzt gegen den. Da ist alles super. Mit Ankündigung natürlich. Das Schlimme ist, der Moped-Mann geht sich dann auch gleich noch heilen. Keine Stamina mehr. Keine. Könnte ich bitte. Alter, mit Ankündigung. Und ich kriege den letzten Hit nicht raus. Alter. Ich hämmer die ganze Zeit R1, 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 R1 und es kommt kein Hit raus. Schön. Katana. OP. Es lässt dumm. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, ey, gib mir bitte meine Menschlichkeit zurück. wer jetzt fragt, warum ich nicht mich zurückgezogen habe oder irgendwas anderes Qualitätsmäßiges getan habe, der gute, normalerweise, zumindest in meiner ersten Spielerfahrung, ist der Typ sehr menschlich und rennt oben in die Wärme und macht da einfach Heilung. Macht einfach Heilung, ja, er macht einfach Heilung, da kommt man auch irgendwie hin. Hm, okay. Bei denen hänge ich gerade. Alter. Slash wurde predatert. Oh Mann, oh Mann. Schön. Oh Mann. Ein Schlag mehr machen wollen, genau, Oggi. Der Greed ist real. Oh Mann, oh Mann. Schön. Bin jetzt heute mehr gestorben als, naja, nicht in allen Streams zusammen, aber zumindest, glaube ich, am häufigsten in einem Stream. Was halt super komisch ist, obwohl ich ihn treffe,
Ah, jetzt geht's. Wollte ich sagen, feder ich von ihm zurück. Ja, lass dich heilen. Das war ein Counter-Hit. Ja! Oh mein Gott. So, weg damit. Weg damit! Oh, jetzt kommt. Jetzt werde ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mob kaputt. Ich lebe noch. Unglaublich. So, die Frage ist, wie kriege ich die jetzt alle kaputt mit meinen Stoßwaffen? Ey, das haut doch hinten und vorne nicht hin. Kann man die einzeln pullen? Kommen die alle? Zumindest zwei. Die kommen wirklich alle! Das ist doch nicht dein Kackernst! Doch, es ist dein Kackernst. Kommen die hier auch runter? Fahren die Fahrstuhl? Wie tief? Moment mal, da könnte man vielleicht eine Taktik draus bauen. Also runterfallen, glaube ich, funktioniert nicht, weil es zu hoch ist. Nicht ohne Fallschadenhosen, glaube ich. Funktioniert auch nicht. Okay, also das funktioniert nicht. Ich stagger die halt nicht. Das ist halt die Problematik an. Na, immerhin schon mal einer. Oder? Wie tief ist denn das? Nee, das wäre tot. Also da kann ich nicht runterspringen. Definitiv nicht. Auch nicht mit Fallschadenhosen. Oh mein Gott. Ja, Bogenschützenmann. Mächtige Bogenduell. Aber ich glaube, ich habe das mit dem Bogen besser raus als er. Mächtiges Bogenduell. Ja. Du da, Mopedmann. Ja, genau du. Komm mal bitte ran. Komm mal bitte hier ran! Zweimal daneben gehauen. Das meine ich, Freunde, ist halt der Scheiß mit dem Degen. Und der Moped-Mann hier macht seinen Jump-Attack und ich kann auch nicht mal ausweichen. Das ist der einzige Nachteil halt an den Degen. Entweder weil ich damit nicht umgehen kann oder weil die Waffe tatsächlich so ist. Also da ist halt irgendwas mit Schwungradius anstatt mit Stoßradius deutlich zu bevorzugen. Bist du wieder so ein Bogenschützen-Apparillo? Kommst du? Ja, der kann das Spiel noch nicht so gut hier, der Bogenschützenmann. Der muss noch üben. Hurra. Hurra! War hier jetzt ein Leuchtfeuer? Ja. Dutz! Pipi-Pause, ja. Das ist eine gute Idee, weil ich muss jetzt auch... I muss jetzt auch. Das heißt, wir werden uns einmal nach Majula dutzeln.
Und dann werde ich auch ganz kurz Pipi machen gehen. Oh mein Gott. Ah. Gut. GOG, Good Old Games, Recursive, ist auch, die haben jetzt mittlerweile sogar auch einen Client, also so eine Art Steam-Client, Origin-Client gibt es jetzt auch bei Good Old Games. Ist von den CD Red Leuten. Das ist halt eine eigene Plattform, die die mittlerweile haben.